Herzlich willkommen. Wir sitzen hier wieder im Kongressstudio und machen ein nächstes Video für dich. Manuela, du bist wieder dran. Ja, willkommen. Wir haben heute nämlich überlegt, wir können nicht alle deiner Experten diesen einzelnen Säulen zuordnen und wollen aber die unbedingt auch mit euch vorstellen. Und deswegen sag doch mal bitte, Renata, was sind die dazwischen, die zwischen den Welten, die Wanderer zwischen den Welten, so nenne ich sie mal. Die Wanderer zwischen den Welten. Wir sind dabei und was sind da die Schwerpunkte? Worauf können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer freuen? Also, ich wollte unbedingt mit dem Gerald Hüther sprechen, Neurobiologe und Lernforscher und Mensch, vor allem Mensch, das hat sich so gezeigt in diesem Interview. Und ich hatte ein Geschichtchen mit ihm, das ich euch gerne erzähle, weil es war ganz lange für mich nicht klar, ob ich tatsächlich ein Interview machen kann mit ihm. Ich habe ihn im November 16 angeschrieben und habe keine Antwort bekommen und ich bin nicht so eine Dränglerin. Ich habe dann gedacht, ich warte, ich habe noch Zeit. Und ich habe im neuen Jahr dann, ich habe am 3. Januar ja Geburtstag und habe dann gedacht, an Weihnachten habe ich gedacht, ich werde ihn dann nach meinem Geburtstag, wenn ich wieder mit Arbeiten beginne, werde ich ihn dann nochmal anschreiben und nochmal anfragen. Und an meinem Geburtstagsmorgen hatte ich ein Mail von ihm im Mailkasten. Und er hat gesagt, es hat mir nicht mehr gereicht, hat ein liebenswürdiges Mail geschrieben, wirklich so liebenswürdig. Wenn es für Sie immer noch wichtig ist, dann lassen Sie mich das wissen. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist wichtig. Ja. Und dann hat er mir dieses Interview gewährt. Ja, ich finde ihn ja auch großartig und er hat ja auch ganz viele Forschung zum Thema, du hast erzählt, ihr habt über das Mannsein auch gesprochen, was ja auch sehr, sehr spannend ist in unserer Zeit, dass sich da auch was bewegt. Ne? Magst du das mal kurz erzählen? Ja, wir haben einerseits darüber gesprochen, dass es, damit sich etwas ändert, in der Partnerschaft, in der Familie, aber auch in der Gesellschaft, dass wir verbunden sein müssen im Sinne von, ich bin ich und du bist du und wir sprechen auf der gleichen Ebene miteinander. Und wir sprechen nicht so miteinander, dass du jetzt endlich mir etwas erfüllen sollst, sondern wir sprechen eigentlich das, was die GfK macht, nämlich indem ich von mir spreche und sage, was bei mir los ist, kann man sich hier begegnen. Mhm. Und das habe ich über das habe ich gesprochen, wie das eigentlich neurobiologisch ist. Ja. Und dann habe ich mit ihm darüber gesprochen, wie das ist mit den Jungs und den Männern, weil ich einfach sehe, dass die Sozialisierung der Jungen und der Männer so eng ist, dass es kaum Platz hat. Mhm. Und wir Frauen sind mit allem, was wir erlitten haben als Geschlecht, aber so in den letzten Jahren, auch wenn noch nicht alles so in der Gleichwertigkeit ist, aber wir haben ein bisschen mehr Platz bekommen. Und dann ist meine Frage einfach, ja, und das andere Geschlecht, könnte das mal anders angeschaut werden als diejenigen, die immer ungenügend sind oder die Täter sind oder die sowieso Schwächlinge sind? Also so all die Geschichten, die man ja in den Witzen hört. Mhm. Die ich auch bei den Frauen nicht lustig finde, übrigens. Nee, das ist, oder das ist ja immer diese Abwertung, die ich so, so unangenehm finde. Und dann hat er also, der hat Zeugs erzählt, der hat wirklich eine ganz andere Sicht nochmal einfach von der Spezies her erzählt. Der hat gesagt, und das habe ich nicht gewusst, er hat ein Buch geschrieben, 2009, die Männer, das schwache Geschlecht. Mhm. Und hat da dann nochmal erzählt und hat gesagt, wissen Sie, die Frauen, die haben zwei X-Chromosomen, die sind immer mit dem Ersatzrad unterwegs. Wenn bei denen beim einen X mal was nicht ist, dann nehmen sie halt das andere X. Mhm. Und bei den Männern,
wenn es dann stressig wird, dann überleben die das nicht mal schon vor der Geburt. Habt ihr das gewusst? Das habe ich nicht gewusst. Er bringt ein paar ziemlich neue Beispiele. Ja, das ist der Gerald Hüther. Total spannend. Ja, das ist auch immer wieder ein Thema, dieses Gleichgewicht der Geschlechter. Gibt es überhaupt und was ist da sinnvoll? Wie ist es eigentlich gedacht, genau. Toll, spannend. Dann habe ich mit dem Dirk W. Eilert gesprochen. Ja. Der Dirk W. Eilert ist bekannter Mimikforscher und der ist seit 15 Jahren mit diesem Thema Mimik unterwegs, im Fernsehen, im Radio. Wenn ihr das verfolgt, dann seht ihr den jeden Tag irgendwo in einer Zeitung etwas interpretierender. Ich habe ihn kennengelernt, weil er immer wieder Politikerinnen und Politiker interpretiert mit, was sagen die und was machen die für ein Gesicht? Was meinen die eigentlich? Genau, was meinen die eigentlich zum Thema? Und er sagt, ich möchte gerne mehr Empathie in die Welt bringen und deshalb sollen die Leute lernen, mit der Mimik, die Mimik zu erkennen in der Partnerschaft, damit die Partnerschaft länger hält, damit man empathisch aufeinander zugehen kann. Mhm. Und wir sprechen einerseits über, wie kann man das in der Partnerschaft, das besser erkennen? Und dann sprechen wir noch etwa ein Viertel des Interviews sprechen wir über das Flirten. Das ist auch ganz spannend. Das Flirten, das ist super Flirten. Spannend. Wirklich spannend. Ist er da Experte? Also hat er ist er Experte. Er hat einen Kurs entwickelt. Okay, spannend. Also da sprechen wir drüber. Ist wirklich sehr spannend. Ich weiß nicht, ob ihr gewusst habt, dass nur 18% der Frauen und 36% der Männer überhaupt merken, wenn sie angeflirtet werden. Da habe ich schon mal gerade Mitleid mit den Männern, die da 5-mal probieren müssen, bis sie irgendwie merken, dass sie gemeint sind. Ja. Ich habe es nicht gewusst. Das heißt, da haben die Männer die besseren Antennen sozusagen. Ja, spannend. Also wirklich total interessant. Dann habe ich mit der Nicole Rupp gesprochen. Die Nicole Rupp ist Geldexpertin. Oh, toll. Und ich habe gesagt, ich muss unbedingt jemanden drin haben, der über Geld spricht. Und sie sagt, so wie du mit Geld umgehst, so gehst du mit dir um, weil Geld, der Umgang mit Geld hat was zu tun mit dem, wie du wertschätzend bist dir selbst gegenüber. Und sie sagt so interessante Sachen. Wenn du ein Sparfuchs bist, dann bist du dein größter Feind. Bin ich zum Glück nicht. Total interessant, was sie erzählt. Sie faltet da wirklich eine ganz andere Sicht auf Geld auf. Ganz toll. Und also ich weiß ja auch aus meiner Paarberatung, dass das Thema Geld oft, also es spielt eine riesengroße Rolle. Manchmal bleiben Paare zusammen wegen des Geldes, manchmal wegen der Kinder, das ist der Klassiker, aber wegen des Geldes, das wird nicht so gerne thematisiert, ist aber auch da. Oder sie streiten sich ständig um das Geld. Also da hast du auch die richtigen Fragen gestellt, bin ich sicher. Ja, und ich habe nicht nur im Zusammenhang mit der Partnerschaft Fragen gestellt, sondern auch im Sinn von Erbschaft, also wieder zurück ins System. Da gibt es auch ein paar Fragen und sie hat da auch ein paar Antworten. Toll. Sehr interessant. Ja, und dann da merkt man auch, wie sollen wir sie oder du sie in eine Säule verpacken? Geht ja, das ist dann so schwierig, weil das ist ja übergeordnet. Deshalb, so. Ja. Dann haben wir noch jemand Viertes, den ich nicht so gut in eine Säule verpacken kann. Und das ist der Ralf Giesen von The Work nach Byron Katie. Also ich benütze natürlich The Work in meinen Kursen dauernd. Ich habe eine Mitarbeiterin, die die Kurse mitbegleitet, die ist Work Coach. Also wir verbinden das ganz nahe. Wenn die Interpretation zu stark ist, wenn ich da nicht loskomme davon und eine wertfreie Beobachtung machen kann, dann ist die Frage, wie kann ich meine Gedanken untersuchen, damit die weniger stark werden? Und das erklärt uns der Ralf Giesen. Wie kann ich im Zusammenhang mit Partnerschaft
Er macht ein ganz wunderbares Beispiel an sich selbst. Wie kann man im Zusammenhang mit Partnerschaft die eigenen Annahmen ein bisschen weniger werden lassen und vor allem schauen, worum geht's denn bei mir? Und was das bewirkt, das ist groß. Und das erklärt uns der Ralf Giesen. Toll. Toll. Ja, gell? Freue mich. Wann geht's los? Das sind die vier, die wir euch heute vorstellen wollten. Ganz genau. Genau. Und im nächsten Gespräch geht es dann um die dritte Säule, nämlich die Gesundheit. Das ist ja auch was, wieso das? Ja. Genau, weshalb eigentlich Gesundheit und Krankheit und Körperwahrnehmung mit Kommunikation? Mhm. Das kommt dann das nächste Mal. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss.